Wie ich eingangs bereits erwähnt habe, ist die EFT eine integrative Psychotherapie, die auch gar nicht so richtig auf diesem kognitiven Ansatz beruht, sondern vor allem viel aus der gesprächszentrierten und klientenzentrierten Therapie von Rogers mitnimmt und auch der Gestalttherapie sowie Neurowissenschaften und kognitiven Aspekten. Also es ist ein integrativer Ansatz. Und im Zentrum steht aber auf jeden Fall die Idee, die Annahme, dass Heilung im zwischenmenschlichen Kontext passiert. Es passiert nicht durch Kognitionen, es passiert auch nicht direkt durchs Andersfühlen, sondern durch das andere Erleben im therapeutischen Setting. Das heißt, die therapeutische Beziehung ist in der EFT das A und O. Und hier orientieren wir uns tatsächlich nach Rogers. Wir sagen nämlich Echtheit, Wertschätzung, Kongruenz und als neuer Parameter die Präsenz. Präsenz. Das heißt, dass wir wirklich im Hier und Jetzt mit unseren Klienten in einer echten, zugewandten, empathischen, wertschätzenden Verbindung sind. Das ist die Basis für unsere therapeutische Arbeit. Denn nur hier erfährt der Klient wirklich das, was er in seinen maladaptiven Schemata annimmt, korrigierend. Er soll durch uns erfahren, dass er nicht abgelehnt wird, wenn er Trauer zeigt. Dass er vulnerabel sein kann, verletzlich sein kann, beschämt sein kann. Und wir sind da, wir bewerten ihn nicht, wir werten ihn nicht negativ ab, wir bleiben weiterhin in Beziehung. Und diese Erfahrung, dass wir als Therapeuten einen Safe Space geben, wo der Klient sich wahrhaftig zeigen kann mit all seinen Gefühlen, führt überhaupt erst dazu, dass er sich diesen Aspekten seiner selbst und diesen Gefühlen, die er sonst ablehnt, zuwenden, heilen und transformieren kann. Denn sonst spaltet er sie ab. Deswegen ist es auch wichtig, wenn wir im therapeutischen Setting sind und der Klient ins Vulnerable geht, dass wir nicht versuchen, ihn direkt aus der Vulnerabilität zu ziehen, weil auch für uns manchmal als Gegenübertragung es unangenehm ist, sondern dass wir mit ihm in dieser Vulnerabilität bleiben und halten. Und erst wenn aus ihm der Impuls rauskommt, die Situation und das emotionale Erleben zu transformieren, wir mit ihm gehen. Okay, also das Erste ist natürlich, dass wir einen Safe Space bieten, eine tiefe, wahrhaftige, ernsthafte, wertschätzende, empathische Beziehung mit unseren Klienten. Und dann gibt es unterschiedliche Schritte, nämlich der erste Schritt ist Wahrnehmung und Bewusstsein. Wir wollen in der EFT erstmal Bewusstsein dafür schaffen, dem Klienten helfen, Bewusstsein dafür zu schaffen, welche Emotionen gerade da sind. Und so wie ich in den vorigen Videos erklärt habe, nicht die primären, nicht die sekundären, nicht die maladaptiven. Nicht die unangenehmen, die falschen, sondern die wahrhaftigen, primären Emotionen, die mit unseren Bedürfnissen zugrunde liegt. Und dazu hat die EFT unterschiedliche Fragetechniken, empathische Fragetechniken, wie wir den Klienten, sage ich mal, in die sogenannte Zone der nächsten Entwicklung bringen. Das heißt, durch unterschiedliche Fragetechniken führen wir den Klienten vom Bewussten ins Unbewusste, vom Unbewussten ins Bewusste. Also wenn der Klient dann zornig ist und wütend ist, unten drunter aber eigentlich Scham, Verletzung liegt, dann haben wir in der EFT unterschiedliche Fragentechniken, Bestätigen, Prozessbeobachtung und so weiter, empathisches Spiegeln, wie wir den Klienten quasi in seine Themen reinbringen. Außerdem haben wir unterschiedliche Stühle arbeiten. Wir versuchen dann, wenn der Klient quasi im Verarbeitungsprozess ist, unterschiedliche Anteile integrieren kann und vor allem einen neuen Umgang mit seinem Selbst, mit seinem Selbstnarrativ findet. Wir haben eine breite Palette in der EFT von Gesprächsfragetechniken, von Raumhalten bis hin zu Stühletechniken ist wirklich alles dabei, wie wir den Klienten von den sekundären und von den
primären maladaptiven Emotionen zu seinen wahrhaftigen Emotionen, zu einer neuen Selbstregulation und zu einer Transformation seiner Gefühle bringen.